möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Symmatic Robot Integrator nicht nur einen, sondern gleich mehrere Roboter bedienen kann und gleichzeitig während des aktiven Betriebs das Panel abstecken und woanders wieder anstecken kann. Dazu habe ich hier für den Escava zu meiner Rechten eine Bahn vorbereitet, die ich jetzt erst einmal starten werde. Dazu nutze ich, wie gewohnt, die MovePath-Funktion, wähle den Pfad aus und klicke auf Play. Während der Roboter nun seine Bahn fährt, möchte ich die Verbindung trennen, um zum nächsten Roboter zu laufen. Um dabei keinen Notfall auszulösen, nutze ich die Funktion Profi-Sale-Verbindung trennen. Die Kontrollleuchte ist ausgegangen und signalisiert mir, dass es nun sicher ist, das Kabel abzuziehen, um damit dann in den nächsten Roboter zu gehen. Die Verbindung ist getrennt und der Roboter bewegt sich weiter. Jetzt schließen wir das Kabel am nächsten Roboter. Ich sehe sofort die richtige Bedienoberfläche, für den Denso in diesem Fall. Und sobald die Profi-Sale-Verbindung wieder hergestellt ist, geht auch das Licht an. Das heißt, während der Escava im Hintergrund sein Programm weiterfährt, kann ich den Denso im Vordergrund zum Beispiel im Zip-Betrieb verfahren. Und das war's auch schon wieder. So einfach ist es mit dem Symmatic Robot Integrator, mehrere Roboter zu bedienen und unterdessen die Verbindung von Panel zu Roboter zu trennen. Thank you.